Also ich fest ist, wenn es da ist, aber was anderes gibt dann mal. Okay, Männer, zum Abschluss wartet nochmal ein ganz dicker Brocken auf uns, eine der Top-Mannschaften. Sie hatten eine sehr, sehr gute Hinrunde. Ihr wisst, sie haben als Zweites abgeschlossen, haben in der Rückrunde etwas Probleme bekommen, haben dann angefangen, das System zu wechseln, werdet ihr gleich sehen. Aber im letzten Spiel haben sie wieder 4-3-3 gespielt. So, we are facing one of the top teams for the final game of the season. They had a very, very good first part of the season, but they struggled in the second part of the season and they changed their formation. Was wir erwarten, ist, dass sie dann ähnlich spielen wie letzte Woche, wo wir erwarten, dass das Kramer auf der 6 spielt und Zakaria zusammen mit Hofmann auf der 8. Aber sie haben auch noch mit Cuisance und Strobel zwei Spieler, die diese drei Positionen auch bekleiden könnten. Die Spieler im Mittelfeld, these three midfielders, they're always rotating. Sie rotieren und verändern immer wieder die Position und haben dann mit Jan Sommer jemanden, der das oft sehr gut einleitet. Jetzt achtet auf Neuhaus, der zwar gesperrt ist, und Zakaria. Sie wechseln komplett die Position. Die vier vorne ziehen Hoffenheim auseinander. Und jetzt haben sie das, was sie haben wollen. Sie haben große Abstände zwischen der Defensive und der Offensive von Hoffenheim und spielen dann gut zwischen die Ketten. Sie wollen spielen, aber sie machen Fehler. They want to play, but they're losing balls. Am Flügel, Männer, da haben sie wirklich Probleme. Da haben sie auch individuell in den letzten Wochen viele, viele Fehler gemacht. So this is definitely something that we need to use for tomorrow. We need to put them under pressure. Be aggressive, don't let them breathe. They're making many, many unforced errors under pressure. Aki Watzke hat ja auch noch mal klare Worte in Richtung München geschickt. Der Druck wird jetzt nach Süden wandern. Die Bayern haben alles zu verlieren. Wir haben gar nichts mehr zu verlieren. Und dann zwingt man sich natürlich daran zu glauben.